Küken sind im Sommer, Nester sind im Frühling. Ja. Worum geht's da jetzt? Geht's da um den Vogel? Und was ist das hier? Blühende Zweige, okay. Und wann werden Kürbisse geerntet? Okay. Ein Labyrinthstein haben wir gefunden. Juhu! Mit dem könnten wir nichts machen. Was ist mit ihm? Er kommt wegen eines Einschusses nicht nach Hause. Das müssen wir regeln mit Sprengstoff. Gegebenenfalls in Bälde. Okay, lass uns mal... Ob ich vielleicht einige dieser Glühwürmchen einfangen kann. Ja, mit dem Glas. Wie lockt man denn Glühwürmchen? Im Zucker? Ah, okay. Rein da. Da. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Gefangene Glühwürmchen. Was machen wir mit denen jetzt? Ich weiß es nicht. Schleifstein. Okay, das Ding brauchen wir auch noch nicht. Das Ding auch noch nicht. Was machen wir? Vielleicht das Ding? Okay, der Boy soll irgendwas in der Hand halten. Das machen wir dann später. Wir gehen gerade mal wieder zurück. Ich würde gerne mal da unten diese zwei Dinger einsetzen. Das war zu weit. Einfach nur, damit wir das dann auch mal... Ach, wir können das Rätsel sogar schon lösen. Tada! Ui, ein Wimmelbildspiel. Mit jede Menge Dingen, die wir finden sollen. Das da zum Beispiel. Und das da zum Beispiel. Und das da zum Beispiel. Und das da. Und das da. Oh, das ist ja einfach diesmal. Hätte ich mal besser meine Klappe gehalten. Ich werde es gleich noch bereuen, ich weiß es. Weil je weniger das nämlich werden, desto schwieriger wird es tatsächlich. Ein letztes noch. Ein Wappen. Sehr gut. Ein Wappen. Das Ding haben wir immer noch nicht auf hier übrigens. Was machen wir jetzt mit dem Wappen? Hier vielleicht? Nein. Ne, das war ja woanders da. Nee, 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 das war hier nicht. Nee, das war hier nicht. Nee, das war... Tobi, wo willst du hin? Hier vielleicht mal lang. So, pass auf. Dann haben wir schon mal das Labyrinth. Ein Teil davon zumindest. Nee. Das hat hiermit nichts zu tun, ne? Nein. Okay, wir haben noch ein Buch, wir haben jetzt das Wappen und wir haben die Glühwürmchen. Wo könnten wir denn mit den Glühwürmchen mal hindackeln? Hier waren wir gerade, das war äußerst nicht erfolgreich. Das da brauchen wir dann nicht, ne? Nee. Das Wappen vielleicht? Nee. This Wappen has nothing to do with him. Nee. Ich lass mir mal einen Tipp geben, komm. Okay, zurück. Weiter zurück. Da lang. Ach krass, das habe ich gar nicht gesehen. Pilzsporen, okay. Was soll ich mit den Pilzsporen jetzt anfangen? Okay, warte mal, wir haben Glühwürmchen. Ach, da stand doch irgendwas auf dem Rezept, ne? Wo finde ich das Rezept jetzt nochmal? Karte. Ach guck mal, wir haben sogar eine Karte. Cool.
Nicht schlecht. Da kann man sogar schnell reisen. Cool. Zwecke verwendet. Riesenpilzsporen können auch giftige Dämpfe aus Sumpfgebieten neutralisieren. Ne. Giftige Dämpfe. Müssen wir irgendwo giftige Dämpfe neutralisieren? Hier. Nein, müssen wir nicht. Tipp! Okay, wir dürfen noch keinen Tipp mehr kriegen. Hatten wir irgendwo irgendwas mit giftigen Dämpfen? Nein. So, jetzt aber. Wo? Okay, okay. Ah, doch hier lang, alles klar. Ach, da hinten, da sind wir noch gar nicht lang gegangen. Krass. Das habe ich noch gar nicht gesehen, dass es da auch lang geht. Krasser Scheiß. Sieh nur, die Glühwürmchen schwirren um die Kristalle rum und bringen sie zum Leuchten. Es ist so dunkel hier, es muss doch einen Weg geben, diesen Ort zu erhellen. Viva la Glühwürmchen! Ah! Okay. Sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Okay. Was haben wir hier alles? Was ist das? Hier fehlt etwas. Natürlich fehlt hier etwas. The cart is stuck in the ditch. There might be something useful in there. I should try pulling it out. Cart is stuck in the ditch. Ja. There might ja. Okay, wie kriegen wir das Ding da raus? Da war nichts. Ich brauche noch ein Seil. Na, dann lass mal hier lang gehen. Okay, hier. Ja! Good night, giftige Dämpfe. Ein Schwebestein. Wofür? Keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall... Ah, guck mal hier, dieses Schrumpfding. Juhu! Mach das voll! Da war eine Schnecke. Ach, die war da zur Deko. Okay. Noch ein Schwebestein. Ein Furby. Und ein Haken. Und ein Labyrinthsteinstück. Der Wald sieht gefährlich aus. Dort gehen wir nicht hinein. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Wir haben jetzt jede Menge Sachen gefunden. Unter anderem zwei Schwebesteine. Vielleicht können wir die... Nein. Nein. Aber den Haken... Dachte ich vielleicht. Aber nein. Furby. Okay, als allererstes haben wir jetzt mal das Schrumpfwasser. Mit dem Schrumpfwasser können wir jetzt... zu unserem riesigen Freund gehen. Der wo nochmal sitzt? Ich glaube hier... Hier. Achso, warte, hier. Oh, lecker. Achso, und jetzt? Da. lecker. Tschüss. Sehr gut. Das hat wunderbar wow. funktioniert. A giant chess game. Who would play like this? The pieces must be incredibly heavy. Oh, it's easier than you think. All you need is a special machine and some floating stones. Back in the day, everyone would come up to watch the timekeepers play. Natürlich habe ich Chips am Schlüssel. Was ist das denn für eine Frage? Okay, da haben wir... Oh, Illuminati. Alles klar. Warte mal ganz kurz. Achso, ach, wir können nicht immer teleportieren. Oh, das ist aber blöd. Gut, hier können wir nichts machen. Deshalb lass mich bitte wieder gehen. Wie der guckt. Oder der. See? The floating stone is holding it up in the air. We need to find some more stones for the other pieces too. Okay. Okay. Mehr haben wir aber leider noch nicht, Fabi.
Mehr Steine haben wir leider noch nicht. Deshalb lass uns mal ganz kurz zurückgehen. Ja. So. Ja, ist immer noch unvollständig, aber immerhin etwas. Ich guck gerade nur mal, ob es hier noch irgendwas außer dem Furby noch zu holen gibt. Okay, das sind alles noch diese Dinger, die müssen wir irgendwie noch zum Schweben bringen. Gib uns doch mal einen Tipp. Alter Drosselbart, wo lang? Okay. Okay. Wusste ich sofort. Goldbarren. Warum? Egal. Okay. Ich arbeite nur ein bisschen mit Tipps, sonst ist das so langweilig, wenn ich die ganze Zeit durch die Bilder strafe. Da ist das immer so ein bisschen blöd. Deswegen, deswegen mache ich das immer mit Dingens, ne? Mit ein bisschen mit Tipp. Weil das Spiel ist an sich schon cool, aber ich will ja keine 10 Stunden da dran sitzen, sag ich mal. War das ein bisschen, ne? Wir wollen ja auch eine Kirche mal im Dorf lassen. Die Kirche. So, Wappen darin. Was haben wir hier? Pulverfass. Aha. Und noch ein Netz. Ne, was? Netz, doch. Und eine stumpfe Machete. Was ist denn jetzt los? Ne. Was sollen wir mit dieser stumpfen Machete denn jetzt machen? Da unten ist natürlich ein Weg, von der Haus zu holen. Keine Ahnung. Spring doch einfach mal rein. Okay, pass auf. Mit. Ah, hey, warte mal, nochmal zurück. Nochmal zurück. Damit vielleicht. Ein Magnet. Und jetzt lass mich kurz überlegen. Wo? Wir hatten irgendwo. Hier war das. Wo kommt das Seil auf einmal her? Egal. Ein Dreieck. Sehr gut. Und dieses Dreieck ist nämlich wiederum für hier irgendwo. Da? Nein. Da? Nein. Für irgendwo war dieses blöde Dreieck gewesen. Jetzt frage mich aber bitte nicht für wo. Ich hab's vergessen. Aber vielleicht können wir mit dieser Machete das hier endlich mal wegmachen. Digga, mach das doch einfach auf! Okay, warte, jetzt stellen wir das Pulverfass dahin. So. Jetzt müssen wir das nur noch irgendwie einen anschalten. Etwas Draht am Fass. Etwas Draht am Fass, sagt er. Ah, warte. Ja? Und jetzt? Scharfe Machete. Und jetzt können wir mit dieser scharfen Machete nämlich das Ding da wegmachen, endlich mal. Also. Meine Güte. Gibt's ja gar nicht. So, was ist hier? Look out, Jane! Nein! Okay. Oh, hier haben wir noch zwei Schwebesteine. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Was ist das? Was seid ihr denn für Typen? Ich kann die Kugel nicht fangen. Die beiden drehenden Ringe sind im Weg. Kaputt machen. Nein. Okay. Warte. Lass uns mal hier bleiben. Lass uns da mal drüber reden. Was brauchen wir hier? Eine Feder. Die haben wir. Die Feder ist nicht aus Gold. Okay. Wir müssen Gold einschmelzen. Und die Feder vergolden. Das hat vorhin jemand gemacht. Wieso müssen wir das jetzt machen? Okay, wie? Oh. Die nehmen wir doch gerne mal mit. Ah, halt. Warte.
Haha. So, jetzt braucht man nur noch eine weitere Krone. Und die andere Krone kriegen wir beim Schachspiel. So sieht's nämlich aus. Jetzt ist nur die spannende Frage, wo können wir denn das Gold einschmelzen? Ging das hier? Ich glaube nicht. Ging das hier? Nö. Wo können wir the Gold einschmelzen? So, hier. Bitteschön. War das schon der letzte? Oh doch, war schon der letzte tatsächlich. Ordne die weißen Figuren entlang der zweiten Diagonale an. Die Farben geringer an den Figuren sollten denen auf dem Feld entsprechen. Es gelten die Schachregeln. Kaputte Felder können nicht betreten werden. Ich kann kein Schach. Ich habe noch nie Schach gespielt. Ich kann kein Schach. Ich habe noch nie Schach gespielt, Mann. Man darf keine übergehen wahrscheinlich, ne? Oder was? War's das jetzt schon? Okay, warum kann das Pferd da jetzt nicht drauf? Wie gesagt, ich kann keinen Schach bewegen. Ich kann keinen Schach bewegen, ich kann keinen Schach spielen, so rum. Okay, wo ist der Gelbe? Das ist der Gelbe. Nein. Hä? Was? Das ist ja jetzt aber ein bisschen witzlos gewesen. Das ist doch einfach nur hin und her bewegen. Oder was? Goldkrone. Oh, und das zweite Dreieckding. Geil. Hammermäßig. So, pass auf. Wo haben wir diese Dreiecke nochmal gebraucht? Ich weiß es nicht mehr. Egal, wir haben die Krone. Die Krone haben wir. Wir haben die Goldkrone. Und mit der Krone gehen wir jetzt mal da oben in den Tempel rein. No, das ist falsch gewesen. Verdammt. Wo war denn jetzt... Wo mussten wir denn mit dem Dingen hin? Wo war denn das? Das ist der Anfang. Das ist das Baumhaus. Das ist das. Dann sind wir hier. Dann sind wir da. 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 Okay, wir gehen einfach mal... Achso, ja, okay. Egal. Wir gehen hier hin, dann gehen wir da hin, dann gehen wir da hin. Und dann sind wir auch schon da. So, bitte. Danke. Eine Scepterkugel. Ist das die für hier? Nee. Okay. Für was haben wir nochmal diese... Ach, beim Elternhaus das Tor. Dankeschön. Aber was ist... Oh Gott, schon wieder ein Wimmelbildspiel, ey.